Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen und herzlich willkommen zurück in Sparta von Imperator Rom. So, wir haben unsere momentane aktuelle Sollstärke erreicht an Soldaten, haben aber ein Nahrungsproblem, denn beim letzten Mal haben wir festgestellt, dass wir uns jetzt halt wirklich massiv um die Nahrungsversorgung einzelner Gebiete kümmern müssen. Und, warte mal, was ich hier machen könnte, ist hier Nahrung monatlich plus 0, plus 4%. Ich schaue mir das mal an, ob das hier was bringt. Vorher haben wir allerdings hier noch einen religiösen Umzug, der uns ja, Stabilität einbringen können. 5 Punkte Stabilität sind ausreichend. So, jetzt gucke ich gerade eben mal, ob die Nahrung sich jetzt... Ah, die Nahrung erhöht sich jetzt dadurch. Das ist sehr, sehr cool. Also wir sehen, wir können auch hier in der Statthalterstrategie hier nochmal ein bisschen was verbessern dadurch. Trotzdem möchte ich hier natürlich gerne eine Importroute haben, um das Problem hier langfristig in den Griff zu bekommen. Jetzt fangen sie immerhin nicht mehr an hier zu verhungern. Oder sie hören besser gesagt auf damit. Was jetzt schon mal eine tolle Angelegenheit ist. So. Aus irgendeinem Grund will keiner überschüssige Oliven. Ich weiß auch nicht warum. Niemand mag Oliven. Ich weiß schon, dass es Leute gibt, die Oliven mögen. Aber... ich mag sie halt nicht, also ich so persönlich mag sie ja nicht. Es ist schön, wenn ihr sie mögt, esst ruhig so viele, wie ihr wollt, aber zwingt nicht mich, sie zu essen, ich mag sie nicht. Deswegen mein Scherz in der Richtung quasi, so niemand mag Oliven, finde ich gut. Sie wollen nicht mal gehandelt werden. So, wir brauchen hier gerade eben keinen Kommandanten, aber was wir brauchen, ist ja bald eine bessere Flotte. Der Grund, warum wir gerade eben so wenig Kohle machen, ist, wir trainieren unsere Truppen hier überall. Das ist eigentlich so einer der wichtigsten Faktoren, wie ich persönlich finde, für Sparta. Was ich persönlich auch noch cool finden würde, wäre, wenn dieser Trainingseffekt irgendwie auch noch hier eingefügt werden würde. Aber das ist nicht der Fall. Also bei Hearts of Iron 4 ist es zum Beispiel so, dass diese Werte dann tatsächlich noch eingefügt werden. In die Berechnung für ja, irgendwelche Armeefortschritte. Wir importieren nicht länger Nutzvieh. Warum nicht? Weil die Römer dumme Pupsköpfe sind, habe ich so das Gefühl. Dann tun wir halt hier aus dem oberen Ägypten hier nochmal ein bisschen Nahrung importieren. So. Wir können... oh Gott, ey, ohne Witz, wir verlieren hier immer mehr Bevölkerung. Sag mal! Was ist denn hier los? Auch hier gibt es kein Nutzvieh mehr. Immerhin haben wir jetzt hier militärische Fortschritte. Wo kann ich denn Getreide noch her exportieren? Wer ist denn das? Gallisches Regionalmacht Dindarien. Dann tun wir halt hier noch Nahrung her exportieren. Dann haben wir jetzt hier nochmal einen Überschuss in diesem leckeren, leckeren Getreidegedöns. Oh, Kosten für schwere Infanterie können wir reduzieren. Und den Skorpion nehmen wir auch noch. Ja, das mit der Trireme ist nicht ganz so wichtig. Aber mehr Belagerung haben wir jetzt. Uns kosten jetzt die schweren Infanteristen weniger, falls wir noch mehr ausbilden wollen. Das hier ist nach wie vor einfach immer noch so eine kritische Sache hier. Und wieder haben wir die Olympischen Spiele. Wir müssten mal hier ein bisschen Unterstützung für unseren Thronfolger hinbekommen. Ich guck mal, kann ich in diesen... ah ne, das kostet wieder so viel. Ein Treueschwur einfordern. Der ist jetzt inzwischen 14. Das gilt garantiert auch noch nicht als erwachsen. Hallo Trophäus. Ah doch, jetzt kann ich ihn ausbilden. Cool, ab 14 geht das. Dann wird er ausgebildet. Wählt eine Ausbildung. Unser königlicher Tutor wurde aufgefordert, den widerwilligen Akrotatos nach unserer Wahl zu erziehen. Die Lehreinrichtung eines Tutors ist dabei von entscheidender Bedeutung und wir sollten das vorgesehene Unterrichtsthema sorgfältig auswählen. Auf jeden Fall sollte er eine kriegerische Ausbildung bekommen. Akrotatos verliert 10 Loyalität. Okay, er verliert also Loyalität. Ist egal, er stirbt eh bald, also der Vater. Er hält dann die Kriegskunstambition. Die Chancen, eine negative Ambition zu erhalten, wird erhöht, wenn euer Tutor eine der folgenden Eigenschaften hat. Korrupt, ambitioniert und grausam. Er ist willensschwach, infektiös, Silberzunge argwöhnisch. Okay, da passiert zum Glück nichts.
Wir könnten ihn allerdings ja auch über den Handel was bringen. Dann ist er argwöhnisch schlecht. Das wäre jetzt wiederum schlecht, wenn wir ihn jetzt hier zu einem Händler ausbilden wollen würden. Okay. Oder auch wenn er brutal oder rachsüchtig wäre. Das macht natürlich Sinn, ne? Denn ein brutal oder rachsüchtiger Typ sollte im Handel, sage ich jetzt mal. Also im Handel brauchst du einfach einen kühlen Kopf und musst nicht jeden gleich umbringen wollen. Logischerweise. Das Studium des Göttlichen hat überhaupt gar keine negativen Traits, was ich irgendwie frech finde. Und das. Was? Nein, wir halten uns nicht zurück. Also wir machen den Jungen jetzt hier auf jeden Fall hier zu einer kriegerischen Ausbildung hier. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich das für den Jungen darstellt. Nein. So, jetzt haben wir auch noch das Geschwader hier fertig. Punkt. Wie lange braucht ihr eigentlich noch? Hier sehen wir es, hier haben wir jetzt 13 von 0,5, also 13,05 von 30 bzw. 19 Punkten. Ich will immer noch gucken, ob ich. Ich würde halt einfach gerne sehen, ob ich. Wie lange jetzt diese Ausbildung dauert. Die Olympiade wurde beendet. Ja, schick, schick, schick. Feuer im Kornspeicher, das kann doch wohl nicht wahr sein. Uns wurde berichtet, dass der Hauptgetreidelager der Provinz Achaea gestern Abend zusammen mit einem Großteil der Vorräte abgefackelt ist. Achaea. Wo ist das? Ach, da oben. Uff. Ja, komm. Wir ersetzen das weitgehend. Wir kaufen einfach die Nahrung ein. Aber nach wie vor will ich immer noch gerne gucken, ob ich sehen kann, wie lange diese Ausbildung jetzt geht. Ach, ich kann das jetzt nochmal machen. I see, I see. Das geht also jetzt mehrfach. Also er hat jetzt momentan hier 6, 5, 2 und 2. In der Verwaltung noch geben. Okay, also Verwaltung ist gierig, listenreich und gerissen schlecht. Dann geben wir ihm Verwaltung. Mal gucken, wie sich das verändert. Hat sich dadurch jetzt hier was verändert? Ich glaube, ich mache gerade eben wieder mal irgendwas falsch. Das ist so das Gefühl, was ich habe. Es steht halt kein Datum dran. Wir machen jetzt einfach die kriegerische Ausbildung. Es steht halt einfach nichts dran. Auch hier steht nichts dran. Es steht nirgendwo was dran, was mir erklärt, wenn irgendwo ein Balken wäre, wisst ihr, um zu sehen, wie lange das dauert, den Jungen jetzt auszubilden, wäre das eine echt tolle Sache. Aber ist nicht. Ist nicht. Wir bekommen diese Information nicht. Eine Sekunde bitte, Leute. Und da bin ich auch schon wieder. Entschuldigt bitte, es war ein Telefonanruf. So, eine Frage der Kompetenz. Nach Wochen voller nervöser Blicke und gehässigem Grinsen hat das Geflüster, das den Palast umgibt, endlich die Ohren des Basileus erreicht. Es scheint, dass jemand am Hofe Gerüchte über seine unvergleichliche Lasterhaftigkeit und Unfähigkeit verbreitet. Okay. Ich fand jetzt nicht, dass wir so unfähig sind. Der Schaden wurde angerichtet. Ja, wir verlieren an Beliebtheit. Was will man machen? Wir haben eigentlich jetzt. Er hat eigentlich Großes geleistet dafür. Also er war ein großer Krieger. Aber anscheinend reicht das so manchen Spacko nicht. So, der Junge wird immer noch ausgebildet. Seine Werte verbessern sich nach wie vor nicht. Also ich werde ihn jetzt halt einfach mal weiter ausbilden, ne? Einfach mal weiter ausbilden. Bis er den Thron übernimmt oder bis halt irgendwas passiert. Ihr bekommt kein Eisen. Das ist nur für unsere eigene interne Wirtschaft. So, wir gehen jetzt mal auf fünffache Geschwindigkeit. Kommt selten genug vor. Ich möchte hier halt trotzdem hier diese Importroute erstellen. Und ich möchte es am liebsten eigentlich mit eigenem Fressalien hier ermöglichen. So, warte mal. Nee, 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 kein Bauplatz. Der bringt mir nichts. Ich muss das hier machen. Ja, ihr immer mit eurer Disziplin.
was die stymphalische Elite. Ach, jetzt haben wir das hier eingenommen. Und jetzt könnten wir die tatsächlich alle umbringen? Was? Okay, Leute, das muss ein Fehler sein, denn wir haben hier eine friedliche Integration durchgeführt. Und jetzt kommt, wobei, zu Sparta passt das jetzt irgendwie, ne? So, und jetzt brauchen wir euch nicht mehr. Aber das muss trotzdem ein Fehler sein. Legt die Anführer in Ketten und lasst uns das gehen. Nein, also, wir gucken uns die natürlich an. Also, ich lasse die jetzt alle rein, ey. Das ist doch... Oder? Nee, wisst ihr was? Das ist das Doofe. Ich bekomme halt einfach einen Malus, wenn ich sie jetzt reinlasse. Das ist ein Bug. Ganz offensichtlich muss das ein Bug sein, weil es macht einfach keinen Sinn, die jetzt alle umzubringen, nachdem wir sie friedlich einfach... Das ist total Humbug. Ich mache es trotzdem, auch wenn es ein Fehler ist. Also wenn ich nur Mali dadurch bekomme. Liebes Paradox-Team, was tut ihr eigentlich? Was tut ihr eigentlich den ganzen Tag? Ja, es ist eh egal, er ist eh bald tot. Unglaublich, ey. So, warte mal, wir müssen noch mehr Rekrutenreserve aufbauen, einfach nur, um auf Nummer sicher zu gehen, ne? Der nächste Krieg wird kommen. Auf jeden Fall haben wir jetzt das hier schon eingenommen. Da ist auch eine Festung drin. Das Geile ist, das ist sogar ein Berggebiet. Was ich gut finde. Das ist so ein richtig, richtig krasses Berggebiet. Dann bekommt der Angreifer hier minus 3. Das ist eine starke Defensivposition. Dann können wir hier die Festung nämlich aufgeben. Diese Festung brauchen wir nicht mehr. Wenn wir das hier einfach als Festung behalten. Ja, jetzt haben wir halt hier wieder diese Festungslücke, ne? Das hier war sowieso nie besonders wichtig. Wir haben halt einfach kein geschlossenes Festungsnetz. Was soll's. So, das andere ist auch, ja, nur ein paar Monate braucht's noch. Sogar noch 2 Jahre. Schuldner eingekerkert. Berseios. Der Mann, der für die Durchsetzung der Gerechtigkeit in unserer großen Nation verantwortlich ist, hat die Einkerkerung von Aeropos angeordnet, da dieser extreme Schulden hat. Uns wurde gesagt, dass er hinter Gittern verrotten wird, bis die Schulden beglichen sind. Mein Forscher wird eingekerkert. Er hat krasse Dingens hier. Aeropos sammelt 60 Gold pro Jahr an, bis die Schuld abbezahlt ist. Ihr könnt nicht aus dem Kerker entlassen, bevor die Schuld abbezahlt ist. Was? Warum? Wieso? Also, ich meine... Okay, das ist interessant, was da passiert, aber weißt du, ich kann es verstehen, wenn wir in einer Demokratie sind. Aber wir sind eine verdammte Monarchie. Wir sind der König, wir sind das Gesetz. Wieso zum Teufel kann ich ihn nicht freilassen? Das geht nicht. Das ist echt der Hammer. Das ist absolut der Hammer. Es ist vor allem halt auch einfach unlogisch. Es ist unlogisch. Also in unserem Falle. Oh, Paradox, bitte, bitte arbeitet daran. Mama mia, also das Spiel macht trotzdem immer noch Spaß, ne? Aber das sind so Kleinigkeiten, wo man sich echt denkt, was? Geht's noch? Oh, wir haben ein bisschen Nahrungsüberschuss. Dadurch, dass wir jetzt hier das hier machen. Die Statthalterstrategie rettet uns den Arsch. So. Sie könnte man ihn noch in Grenzland verwandeln. Dann wird die Festungsverteidigung hier ein paar 3 nochmal um 8% stärker, aber braucht man eigentlich nicht wirklich. Wir könnten hier sogar noch mehr reinbauen. Echt jetzt? Und wieder kein Getreide mehr. Also so langsam aber sicher wird es lästig mit diesem ganzen Quatsch hier. Ich schaue mir das gerade eben nochmal an. Pause. Also wir haben keinen Getreideüberschuss mehr. Gut, den brauchen wir auch nicht so wirklich. Was ich gerne hätte, wäre Holz, bekommen wir aber nicht. Wir könnten noch Eisen reinholen, brauchen wir aber nicht. Leder würde die leichte Infanteriedefensive verbessern. Stein würde uns noch mehr Baukostenreduktion bringen.
Was ich eigentlich ganz gerne hätte, Fälle würde den Erfahrungsverlust reduzieren. Wenn wir davon mehrere hätten. Dakien, nein. Wild, brauchen wir für die Bogenschützen. Wir haben gar keine Bogenschützen. Edelmetalle brauchen wir auch nicht. Fisch wäre eine Möglichkeit. Dann wären die freien Männer noch zufriedener. Nehmen wir Stein. Haben wir den Überschuss. Okidoki. Ich warte darauf, dass das jetzt hier endlich eine 76 wird. 2 Monate. Wahrscheinlich ist dann unser Herrscher bis dahin tot. Ja, nee, nicht ganz. Dann lebt er noch. So, der ist jetzt. Ja, seine Kriegskunst wird besser jetzt, wo er 16 ist. Also ich habe so das Gefühl, dass er pro Lebensjahr die Chance darauf hat, einen Punkt zu generieren. Aber hat auch nur die Chance. Moment, Anspruch für Geld auf Hellas. Persische Regionalmacht Phrygien. Oh, Phrygien. Ach du Scheiße! Phrygien macht hier seine Aufwartung auf eine sehr, sehr ungeile Art und Weise. Ich glaube, das wird noch lustig werden hier mit Phrygien. Ist nur so ein Gefühl. So, wir haben es endlich. Wir können jetzt hier endlich diese Importroute einlegen. Und was ich jetzt hier gucken will, ist, wo bekomme ich nochmal Nahrung her? Ne? Wir können ja einen Überschuss hier pro 7 machen. Das heißt, ich müsste nochmal hier 7 jetzt reinklatschen. Hier haben wir auch genügend Überschuss. Hier haben wir keine Sklaven. Hier brauchen wir eigentlich gar nichts. Also das heißt, ich kann jetzt hier mehrere Sklaven aus Motone rüberholen. Bewohner anzeigen. Aus Motone. 1, 2, 3, 4, 5. Holen wir mal schon mal 5 hier rüber. Und dann holen wir nochmal, warte mal, was haben wir hier noch? Freie Männer. 2 Sklaven von, wie heißt das Ding hier? La Messene. Messene. So, jetzt haben wir nämlich hier wieder diesen leckeren Überschuss an Getreide, den wir dann, sobald es fertig ist, hier nach Megana importieren werden. Und das reißt zum Glück nicht ab, weil es halt unsere eigene Produktion ist. Hier machen wir schon einen Holzüberschuss. Hier haben wir wirklich nur noch 1 Sklaven. Und das Gute ist, dass hier auch ordentlich Sklaven produzieren. Oh, jetzt haben wir einen freien Mann bekommen. Echt jetzt? ich meine, einen Bürger. Alles klar. So, Akrotatus, der Erste, ist jetzt ja, Anführer, weil Vater tot. Er ist unverheiratet, was nicht so toll ist. Jetzt gucken wir mal bei den jungen Frauen, was da alles so am Start ist. Wir brauchen jemanden, der ja in allem anderen gut ist, in dem er nicht so gut ist. Sie macht einen guten Job. Oh Gott, 42. Ey, echt jetzt? Okay, ich muss echt bei den jungen Damen gucken, weil er selber auch gerade mal 16. Wir haben nicht so viele junge Damen. Fuck. Oh mein Gott. Sind die alle schlecht? Hier ist 34. Sag mal, dieses Land hat keine jungen Frauen. Ich bin entsetzt. Müssen wir vielleicht doch mal irgendwie mal so ausländisches Blut reinholen. Das sieht man noch am besten mit 9,4. Man hat immerhin 7,5,9,4. Was kann sie so? Sie ist großzügig, hat eine Silberzunge und Lüstern. Oh, das ist gut, dann bekommen die Kinder. Okay, ein passender Kandidat. Aufgeregt hat Akrotatus seine persönlichen Berater rufen lassen. Zu lange war er alleine, ja, volle 16 Jahre. Und hat sich jetzt dazu entschieden, den märchenhaft aussehenden jungen Mädchen, der märchenhaft aussehenden jungen Mädchen, Nikagora aus Heliodorit, ein Heiratsangebot zu unterbreiten. Ja, der Vater scheint da keinen allzu großen Stress zu machen. Die beiden sind nun verheiratet. Hey, ist ja 16 Jahre alt und schon so ein Bart, ne? Die meisten Leute, die in dem Alter, hätten nie so ein Bart. Also der Bartwuchs einfach noch nicht ausgeprägt genug.
So, auf jeden Fall befrage ich mich jetzt gerade eben, ob jetzt da immer noch der Thronfolger ausgebildet wird. Nein, das wird jetzt hier nicht mehr gemacht. Oh, das ist jetzt natürlich dämlich. Das ist jetzt super, super dämlich. Momentan ist der Typ hier der Nachfolger, echt. Das ist ja mal echt die Hölle. Wie beliebt ist er eigentlich? Beliebter als sein Vater. Beliebtheit monatlich könnte man noch erhöhen. Das wäre eigentlich ganz gut. Also jetzt hier, wir machen das. Wir halten Spiele ab, damit er beliebter wird. Ausbildung, Logistik und Rekrutierung. Guck gerade eben nur, ob ich da noch irgendwas machen kann. Die kommenden Spiele. Also ich wollte eigentlich gerade eben gucken, ob ich noch irgendwie mit einem der anderen Ratsmitglieder was machen kann, ne? In wahrer spartanischer Weise hat unser gütiger Herrscher Akrotatus der Erste verkündet, dass es eine Zeit der Spiele und Feste geben wird. Obwohl es nicht alltäglich ist, wundern sich viele der einfachen Leute und Höflinge, ob Akrotatus selbst an den Sand geht. Ja, selbstverständlich macht der Junge das. So, wir sorgen dafür, dass Akrotatus. Oh Mann, nee, wir packen noch keinen General da rein. Wobei, doch, ich möchte, dass sie ihm gegenüber loyal werden. Darf ich das jetzt bitte ganz kurz mal machen? Da Akrotatus der Erste hat ja schon übrigens hier einen Skill in Kriegskunst, schwere Infanteriedisziplin. Und er ist freundlich. Das ist geil. Das heißt, die Männer werden eher loyal ihm gegenüber. Mir ist es halt wichtig, dass die Soldaten ihm gegenüber loyal werden, ne? Und wenn sie dann ihm gegenüber loyal sind, dann ist das alles andere scheißegal. So. Warum mache ich gerade eben so wenig Geld? Gucken wir uns gleich nochmal an. Die großen Spiele von Sparta. Die brühende Hitze der Sonne. Brühend. Ich kenne halt brütend, aber brühend kenne ich nicht. Brühende Hitze der Sonne schlägt auf die von Öl und Schweiß glänzenden Konkurrenten nieder. Viele ereignisreiche Wochen sind vergangen und über nichts wird so viel gesprochen als über das Abschlussereignis, das Harpastum. Übrigens, ich finde es unglaublich krass, mir vorstellen zu müssen, wenn ich in einer unglaublich krassen Hitze eingeölt mit, also eingeöltem Körper wäre. Ich finde, das ist mega unangenehm. Da kommst du dir so vor, als ob die Sonne dich frittiert. Das merkt man allein schon quasi, wenn man einfach nur ein bisschen Öl an der Hand hat und es ist besonders heiß oder sowas. Finde ich echt. Die Menge jubelt, als Akrotatus die Arena betritt, flankiert von einer Einheit der königlichen Garde. Niemand wagt es, die Erhabenheit eines solchen Titanen in Frage zu stellen. Der 16-jährige Titan, genau. Wie zu erwarten war, besiegte Akrotatus alle seine Widersacher. Mit einem Kranz, der fest auf seinem Kopf sitzt, kann die Bevölkerung von Patrei endlich ihre Zustimmung kundtun. Ach so, ein Patrei. Okay. Ich weiß gerade eben nicht, warum wir hier so wenig Geld machen. Obwohl die nicht trainieren. Das finde ich gerade bedenklich. Aber ich möchte, dass die trainieren. Ich hoffe, das wird uns jetzt hier nicht das Genick brechen. Mal beobachten. Ah, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Okay, Hauptsache, die trainieren jetzt hier hart. Behalten ihre Professionalität aufrecht. Denn wir haben Grund zur Sorge wegen Phrygien. Phrygien, führst du gerade eben einen Krieg? Nein, leider nicht. Deine Manpower geht hoch. Von Hermes berührt. Argos hat in letzter Zeit einen enormen Zustrom von Händlern und Reisenden erlebt. Einer unserer Berater sagte scherzhaft, dass wir von Hermes selbst gesegnet worden sind. Bla bla bla. Ich habe das Geld nicht, um das hier zu machen, deswegen mache ich das hier. So. Hole ich mir lieber einfach mal die direkt bare Münze. Weil ich nämlich glaube, dass es am Ende dann doch mehr bringt. So, wenn die nämlich jetzt unserem lieben. Was dem. Wer ist denn das? Der. Sind teilweise den falschen Leuten hier gegenüber treu. Den komischen wie heißt der Typ? Phylarkos. Ah, wie alt ist denn der? 53. Ja, das ist natürlich doof, dass der ist. Seine Veteranen belohnen. So, dann sind seine Veteranen hier nicht mehr am Start. Okay, nicht mehr alle. Manche sind es noch. Der ist es noch. Der noch. Ich habe das Gefühl, dass der Original überhaupt nichts gebracht. Ich habe gerade eben 140 Dukaten einfach mal so zum Fenster rausgeschmissen. Also manchmal habe ich das Gefühl, das funktioniert nicht. So wie.
Und wir haben das nächste jetzt hier uns einverleibt. Ach, wir machen uns beliebt und sagen keine Gnade. Einfach mal alle umgebracht. So, dieses Ding hier ist fertig. Eine weitere Stadt direkt neben Sparta. Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Ich sage eher nein, weil wir hier auch Ackerland haben. Und dieses Ackerland möchte ich gerne beackern. Weswegen ich einfach diesem Ding jetzt hier den Stadtstatus entziehe. Und die Festung hier niederreiße. Und jetzt sind wir im Krieg. Persische Regionalhauptstadt Phrygien. Epikretus. Phrygien Epikretus? Ihr habt doch einen Schatten. Okay. Phrygien Epikretus hat uns jetzt hier den Krieg erklärt. Das heißt, wir beenden mal das Training an der Stelle hier und packen in diese Armee jetzt mal einen Kommandanten, der auch ein echter Kommandant ist. Denn wir haben hier Leute, die es echt drauf haben, wie ihr seht. Und in der ja noch Kriegskunst, Kamele. Pff. So, den Jungen brauchen wir jetzt hier. Er muss aber trotzdem an der Stelle hier noch bleiben. Also diese Sekundärphrygien macht uns jetzt hier Ärger, oder was? Warum haben die uns den Krieg erklärt? Die haben doch gar keine Chance. Die sind doch absolut chancenlos, wenn ich mir das anschaue. Ein bisschen doof. Knossos möchte mir ein Bündnis anbieten. Na, ihr Knossis. Das wäre eigentlich sogar ein ganz gutes Bündnis. Das wäre sogar ein sehr, sehr gutes Bündnis. Denn wie gesagt, das ist jetzt hier noch Kreta noch mit oben drauf. Ich rufe die mal rein. Ach, die wollen nicht. Ach, die haben Militärzugang mit den anderen. Okay. Das hier... Moment, warte mal. Wollen die Tonwaren? Ja, ja, Tonwaren könnt ihr haben. Tonwaren sind okay. Okay, du komisches Sekundärfrügchen. Oh, geil, der hat... So fleißig, der Dude. Nein, das bekommt ihr nicht. Ich bin echt mal überlegen, ob ich da jetzt nicht... also ich brauche halt im Grunde Schiffe, um das hinzubekommen, ne? Wer ist das hier? Thrakien. Das Spiel müllt mich jetzt hier gerade eben wieder zu, hier mit völlig nebensächlichen Events. Obwohl ich eigentlich nur Dingens brauche. 6,85. Wir machen halt weniger Geld, ne? Das ist halt das Problem. Oder? Kriegsmüdigkeit, Tyrannei. Warten wir mal ab. Also auf jeden Fall, die müssen ja erstmal zu uns kommen. Alternativ können wir auch bei ihnen einfallen. Aber ich sehe das eigentlich auch gerade eben gar nicht ein. Vor allem, weil der Kriegsticker jetzt hier hochgeht. Die haben auf jeden Fall eine Flotte, die sich sehen lassen kann. Ihre Soldaten sind einfach nur der blanke Hohn. Wir haben alleine mehr schwere Infanterie als die insgesamt Soldaten. Ja, kommt doch. Wir sind jetzt tot. War das die Mutter? Die Mutter ist auch tot. Armer Kerl. Ja, okay. Dann kommt doch mal rüber. Ich glaube, sie werden nicht kommen. Die werden gar nicht ankommen. Und wenn doch, scheitern sie hier an unserer Verteidigungslinie. Wobei ich zugeben muss, ich würde schon lieben gerne mit dieser Truppe hier losschlagen. Ich baue mal nochmal das ein oder andere Schiff. Vielleicht können wir ja übersetzen. Wir können ja durchaus ein paar günstige Schiffe bauen. Ein paar Lemboth. Brauche ich immerhin schon mal 8, dann sind wir bei 13.
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und wir haben rhetorische Fortschritte gemacht. Wir haben schon 5, das reicht natürlich noch nicht. 1, 2, 3, 4, 5. Das reicht dann auf jeden Fall. Zumindest um Truppen zu transportieren. Seeschlachten gewinnt man damit nicht. Schauen wir uns mal gerade mal die Erfindungen an. Eine zusätzliche diplomatische Beziehung. Es kostet weniger, Loyalität zu schüren, und wir können die Tyrannei theoretisch noch reduzieren. Warte mal, was ist eigentlich deren Ziel? Eroberung von Hellas. Aha. Ja, dann, wie gesagt, kommt her. Ich bin bereit. Oh, wir können das hier endlich importieren. Getreide aus unseren eigenen Landen. Lakonien. So. Das Problem ist bloß, ich glaube, das macht noch, doch, das macht 10% mehr Nahrung. Das heißt, wir können an dieser Stelle jetzt hier ja, einen Häufen von Reichtum an den Start bringen. Weil 10% sind mehr als 4%, ne? Da stimmt ihr mir doch hoffentlich zu. Das heißt, dass jetzt hier die Nahrung auf jeden Fall weiterhin wachsen sollte, auch wenn sie nicht mega viel ist, aber so langsam aber sicher sollte sich da was tun. Da sind Piraten. Mal aufpassen, hier gibt es schon wieder jemand. Unser militärischer Forscher ist tot. Ui, das war knapp. Böse Piraten. Let us be, let us be. Oh. So wie es aussieht, wollten die auch nur durch. Also ich würde, wie gesagt, liebend gerne das ein bisschen draufzimmern. Wird bloß schwierig. So Leute, aber ich sehe gerade eben, dass wir die Folge schon längst beenden sollten. Danke für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr wollt, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns weiterhin fragen, was dieses komische Phrygien-Epiketetus hier von uns will. In dem Sinne, macht's gut, schöne Zeit, tschüss und ade.